Das habe ich ja ganz vergessen. Eieieiei. Ja, Hunger hat er auch. Ja, Kaffeemaschine können wir uns nicht leisten. Adrenalinspritze vielleicht direkt ins Kleinhirn rammen. Das wäre beim Adolf natürlich immer eine gute Idee, aber man weiß leider nie die Reaktion. Und ich glaube, Opa ist gerade gestorben. Opa ist gerade gestorben. So wie der hier sitzt, der muss tot sein. Das geht gar nicht anders. So sitzt man, wenn man tot ist. So, ja, Adolf, was machst du denn jetzt? Du hast ja noch keinen Ball, keine Ballbekanntschaft, du hast ja noch gar nichts. Da musst du leider gleich wieder aufstehen. Hier, das Grün kannst du dir ja gleich auch mal aus dem Kopf schlagen. Hallo? Da. Nee, hat man seine Ruhe. Ich führe ein ganz trauriges Leben. Haha, führen, hahaha. So, jetzt, was mache ich denn da? Ausflippen. Ausflippen. Ja, das kann er ganz gut. Und bevor der jetzt hier wieder automatisch pennen geht, mache ich lieber auf Pause. Handy, SIM anrufen. Nimm Party, Immobilie ansehen, SIM anrufen. Einladen. Ausländische Besucher einladen. Jawohl, natürlich. Genau. Einladen nach... Nein. Wie kann ich denn jetzt jemanden zum Schulball einladen? So auf den letzten Drücker sozusagen. Fotografieren, Dienste anrufen, Klingelton ändern. Das geht doch nur mit Einladen nach. SIM anrufen, Anni, einladen nach. Ferngespräch, Telefonstreich plaudern, nach Hause einladen. Um Verabredung bitten. Adolf Schlömpel kennt niemanden gut genug, um ihn auf ein Grundstück einzuladen. Los, raus mit dir. Oha. Halt. Handy, SIM anrufen, einladen nach. Wen haben wir denn da? Ja, da kann er ja nur Florette anrufen. Ziel wählen. Ja, bla, ich glaube, hier ist keins das richtige Ziel. Ich lasse das mal. Das heißt, der Adolf muss jetzt wach bleiben, bis die Dingens kommt. Nein. Du machst kein Nickerchen, du machst dich erstmal hier schön zurecht. Rede über die Übernahme der Weltherrschaft üben. Oh, das ist ja, da fällt einem ja gar nichts mehr ein. Komm, brezel dich mal ein bisschen auf. Da, hier noch ein bisschen Spucke, da noch ein bisschen Speichel. Da sitzt der Scheitel, voll auf links. Der muss doch auf rechts. Da. Muss gleich wieder husten, wenn ich ihn weiter synchronisiere. Hätte ich mal lieber einen Tee getrunken. Was macht denn die Schnucki da? Ach, die macht sauber. Ist ja unglaublich. Die war doch gerade beim Job noch. So, er möchte jetzt gerne Reste von Waffeln essen. Das kann er gerne halten wie ein Dachdecker. Und Schnucki, kalte Dusche und unfertiger Raum. Fehlt da wirklich... Fehlt hier... Das sieht aber nicht so aus, ob hier die Tapete fehlen würde. Das ist ganz merkwürdig, dass das ein unfertiger Raum ist. Ich guck mal ganz kurz. Können wir denn da hier mit der Pipette... Ja, da ist Tapete auf jeden Fall dabei. Was ist an dem Raum denn unfertig? Fenster ist drin, Tür ist drin, Fliesen sind drin. Aber vielleicht... Ich mach mal ganz kurz hier die Wände hoch. Ah, 40 Simoleons. Dann haben wir hier noch zwei übrig. Okay. Also, haben wir hier einen unfertigen Raum. Das ist natürlich total traurig und macht mich ganz deprimierend, depressiv. Und hier haben wir noch rosa Tapete im Obergeschoss, wie ich gerade sehe. Ach, was soll's. Ist doch egal. Och, der Adolf, der wird heute richtig Spaß haben. Geht's? So, Space Dad hat sein Bild aber bald fertig. Das heißt, wir können vielleicht dann doch bald wieder... Oh, oh, oh. Ich glaube, da wird jemand seinen Schulball verpennen. Attraktiv. Ach du Scheiße. Na, vielleicht sollte er sich mal hinlegen bis 18 Uhr. Machen wir das mal und dann gönnen wir ihm mal die Ruhe. Hunger hat er jetzt gar keinen mehr. Das heißt, die Waffeln kann er stehen lassen und dann soll er sich einfach mal hinlegen. Weil ich würde gerne den angeekelt. Ich würde gerne noch den Abschlussball. Okay, so viel dazu. Und. Wie? Huch.
Adolf Schlömpel ist soeben in einer Limousine gefahren. Die luxuriöse Ausstattung mit eingebauter Saftbar wird er niemals vergessen. Ich mag Saft. So, ich würde gerne mal wissen, wo die hinfahren. Und dann würde ich gerne mal wissen, wo der Abschlussball ist und ob man da was sehen kann. Mensch, so fahre ich jeden Morgen zur Arbeit übrigens. Ach, das, der Abschlussball ist in der Schule. Ist ja total spannend. Wer läuft denn da? Keine Ahnung. Und wir hätten genau gegenüber der Schule angeln können damals übrigens. Naja. So. Da hört man schon die Schwurfmucke. Dann gehe ich mal rein. Ach, guck mal. Oh. Oh, da kommen sie alle. Oh, das ist so süß. Adolf Schlömpel ist soeben zum Abschlussball gegangen. Das ist ein großer Moment im Leben eines Teenagers und er wird sich immer daran erinnern. Ja, ich bin so glücklich. Ich würde mal vermuten, er wird die Hälfte verpennen und ich würde gerne reingucken, aber... Das ist alles, was wir zu sehen bekommen. Ein Haufen Träume. La da 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 da. Da 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 da. Adolf fand den Hintergrund für die Abschlussfotos einfach großartig. La da 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 da. Bravo, bravo, super. Oh, jetzt bin ich aus Versehen gegen das Mikro gekommen. Scheiße. Muss wieder alles ausrichten. Ich wollte gerade klatschen und da habe ich aus Versehen das Mikrofon umgeklatscht. Denn ich bin ein Rocker. Ich bin so glücklich. Darf ich um diesen Tanz bitten? Ich möchte gerne steppen. Oder einen guten deutschen Schuhplattler tanzen. Ach schön. Könnte ich ewig zuhören gerade, weil das auf dem Ohr so total laut ist, dass ich auch lauter spreche jetzt. Aber wir müssen leider mal ganz kurz rausblenden zu Kudibert. Der hat nämlich wieder irgendein... Was ist denn hier los? Marzo, what has he not getan? Der eine will kacken oder duschen und die anderen quatschen da die Hucke voll. Betiteln. Adolf konnte nicht aufhören, in Lichter zu starren. Kommen die Außerirdischen schon, um Adolf zu holen? Betiteln. Ja, wie nenne ich das denn mal? Das da sieht so gut aus. Wie nenne ich das denn mal? Sagen wir mal Captain Trips. Na, kennt vielleicht der ein oder andere, wahrscheinlich die Jüngeren eher nicht so. Zack. Und dann sagen wir mal, verkaufen. Huch. So, und jetzt haben wir wieder Geld in der Haushaltskasse und könnten theoretisch das Badezimmer ausstaffieren. Aber dort wird jetzt erstmal geschifft und dann wird geduscht. Und dann, was haben wir denn, im Pool nackt baden. Und dann wird im Pool nackt gebadet. Das hat er sich doch jetzt verdient. So ehrlich muss man klingeln? Natürlich extrem nackt baden. Adolf rockt die Tanzfläche. Wuhu! Unglaublich. Da schwingt er den alten Marschstiefel erstmal quer durch die Gegend. Das würde ich ja gerne mal sehen. Tanzt wahrscheinlich gerade eine flotte Polka oder so. Und was macht Opa? Ach, sein Aussehen. Natürlich, sein Aussehen überprüfen. Was will er denn machen? Gruppe mit Schluckim und Schlömpel gründen. In guter Gesellschaft. Ach, eine normale Gruppe. Keine Band, sondern jetzt einfach eine normale Gruppe. Das kann man ja machen. Die können ja zum Beispiel morgen in den Park fahren, wenn Schluckim und nicht arbeiten muss. Adolf erblickte jemanden mit dem gleichen Outfit und war alles andere als erfreut. Der Führer trägt sein Outfit alleine. Adolf hat den anderen Sim den Ball, bat den anderen Sim den Ball zu verlassen. Es kam zu einer Prügelei und alle anderen jubelten kämpfend zu. Der kann sich nirgends benehmen, der alte Hau drauf. Da muss man mal richtig die Prügelstrafe wieder einführen. Mit dem nackten Rohrstock auf den angezogenen Arsch oder wahlweise auch umgekehrt. So, und der Kunibert hat ein bisschen, ich glaube, der hat ein bisschen Energie aufgestaut, so wie der herumflitzt. Running Man. Jetzt müsst ihr so die Eye of the Tiger Melodie müsst jetzt hier einspielen. Ach, da läuft er rein.
Adolf hat mitbekommen, wie ein anderer Sim seinen Schwarm anmachte. Es kam zu einer Prügelei. Das ist doch ganz klar, der Adolf, der teilt da tüchtig aus gerade. Mann, das darfst du ja keinem erzählen. So, und Kunibert hat ein bisschen Lebenstraum wieder dazu bekommen. Kunibert Schlömpel hat die aufregende Erfahrung gemacht, nackt im Pool zu baden. Dieses wilde Geplatsche ist auf jeden Fall eine Erinnerung wert. Und Adolf Schlömpel schläft auf einem Gemeinschaftsgrundstück. Er wird sich immer an die plötzliche Müdigkeit erinnern. Kunibert Schlömpel ist schwimmen gegangen. Der Augenblick, wenn man ins Wasser eintaucht, bleibt am Ende... Manche Sims trainieren bloß, um ein paar überflüssige Pfunde loszuwerden und am Strand eine einigermaßen... ja gut, Schweiß... So, Kunibert Schlömpel hat die Grundlagen... Ach, Mann, jetzt hier mal weg damit. So, wir beobachten mal, der Adolf. Wo ist denn der hier am Ratzen? Im Taxi? Das sieht aber nicht sehr nach Schlafen aus. So, pass mal auf. Dann gehen wir mal hier auf Oppis, ne? Und dann kann nämlich der Adolf gleich mal im Haus... Wird er sofort schlafen gehen. So, Kunibert. Oh, Kunibert, was machst du denn da drüben? Gar nichts. Du bist aber noch voller Energie und ein bisschen Hunger hast du auch. Hier ruckelst ein bisschen, weil ich dauernd hin und her springe. Das heißt, wir können hier erstmal schön malen und zwar wieder was... Doch, noch was Mittleres und anschließend mal was Großes. So, Schnucki. Oh. Da kannst du ja noch mal ein bisschen... ausschalten. Ach, die steht eh auf. Der Schulball ist zu Ende. Am besten gehst du nach Hause, damit du keinen Ärger mit dem Gesetz oder deinen Eltern bekommst. Hoffentlich hast du dich gut amüsiert. Ja, war ein Riesenamüsement, auch wenn man nichts gesehen... Ach, wie cool. Oh, 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 ich mag Schläge. Oh, oh, nicht auf den Popo. Oh, der tut noch weh von Geralt. Oh, oh, oh. So, du kleiner Bastard. Ach, cool. Hui, das war lustig. Zin, Merzi Gerb. Sock Tray. Bidubla. Tja, Raka. Nein, Opa, nein. Ach nee. Kulash. Ich mag gerne Pfannen und Kochbücher. Das ist meine Religion, ja. Und ich mag es gerne kräftig mit dem Nudelholz, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kann dir mal voll die Eier schlagen, wenn du willst, Opa. So, voll rein. Ah, nee. Ja, bitte mit deinem dicken Kochbuch und dann voll auf die 12, dass die Glocken klingeln. Oh, ja, Grellig. Du bist ja ekelhaft. So, jetzt gehen sie wahrscheinlich beide schlafen, jawohl. Adolf pennt auch und der Space Dad ist am Malen. Obwohl, der könnte jetzt eigentlich auch mal pennen gehen, dann haben die in etwa alle den gleichen Tagesrhythmus. Was malt er denn da wieder? Komplett hässliches. Ein Toastbrot oder ein Katzenkopf oder ein Huhn oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall wird es hässlich. So, sonst irgendwas. Wir könnten, ne, pass mal auf, wir schicken Kunibert auch mal pennen, weil das ist jetzt nicht so spannend, dem die ganze Zeit zuzugucken. Schnuckimund hat einen Job. Opa kriegt noch einen Job. Ich weiß noch nicht genau welchen. Kunibert ist ja selbstständiger Maler. Adolf ist, tja, der Adolf ist immer so ein bisschen orientierungslos. Und ansonsten, pass mal auf, Kunibert, da gehst du auch mal pennen. Dann sagen wir mal hier alle gute Nacht. Wo ist es denn extrem schlafen? So. Lass einfach die Arbeit ruhen. Und pass mal auf, vorher machst du mal hier ausschalten. Zack. Und dann extrem schlafen. Gute Nacht, liebe Schlömpels, sage ich da mal. Und bald schon ist ein neuer Tag. Das kann ich jetzt mal ein bisschen beschleunigen hier. Das war hier ein simuliertes Schnarchen. Einfach in Hochgeschwindigkeit, obwohl ich das müsste ja höher machen. Kann ich aber gar nicht.